m'accompagne, Aaron? Komisch. Godard hat mich sofort gepackt. Ich war als Teenager zufällig in Paris, als ich Außer Atem zum ersten Mal im Kino sah. Der Zauber wirkte sofort und Gene Seabergs hinreißender Akzent sowie Martial Solals legendäre Filmmusik taten ihr Übriges. New York Herald Tribune! Wie vom Donner gerührt war ich dann von 11 Uhr nachts und Antoine Duhamels großartigem Soundtrack. J'ai connu des gens. Tu étais amoureuse? Se servir de mon appartement. C'est comme pendant la guerre d'Algérie. J'ai un frère. Sortir d'un mauvais rêve. Partir en vitesse. Partir en vitesse. Partir en vitesse. Der nächste Donnerschlag? Die Verachtung, in dem Georges Delerues tragischer Lyrismus die Trennung von Bardot und Piccoli unter der italienischen Sonne veredelt. Ich war nun ein Fan von Jean-Luc Godard und blieb es auch, als ich Eine Frau ist eine Frau mit Michel Legrands leichtfüßigem Jazz entdeckte. Legrand untermalte auch den lustigen Vorspann von Die Außenseiterbande. Sowie von Die Geschichte der Nana S. Hier sind es wehmütige Klänge, die Anna Karinas Charme und Präsenz betonen. Paul Mizrakis Bläser und Streicher begleiten geheimnisvoll das düster-magnetische, schwarz-weiße Paris in Lemmy Caution gegen Alpha 6. C'était 24h17, heure océanique, quand j'arrivais dans les faubourgs d'Alphaville. Ich mochte aber auch Genf in Der kleine Soldat und Maurice Leroux's dumpfe Klavierklänge, die direkt hinter dieser Brücke Michel Subors Geister heraufbeschwören. Apropos Autofahrt, unvergesslich bleibt für mich Weekend. Jean Young und Mireille Darc in einer Apokalypse mitten in Frankreich zu den unheilvollen Klängen von Antoine Duhamel. So kam ich zu dem Schluss von Rette sich wer kann, das Leben. Bei dem Gabriel Jarretts Musik so tragisch und magisch Gestalt annimmt, dass mir diese Szene seltsam nahe ging. Du Klassik, s'il te plaît, du Klassik! Pas entendu, Inspecteur. Qu'est-ce que vous voulez? Du Bach? Non, c'est trop tard. Du Mozart? Beethoven? Ja, bei Godard gibt es auch Klassik. Trotto. Viel Klassik. Angefangen bei diesem Beethoven-Quartett in Vorname Carmen, das Godard schon 20 Jahre zuvor in Eine verheiratete Frau eingesetzt hatte. Beethoven untermalt auch sehr schön das sonnige Paris von 1967 und Marina Vladi in zwei oder drei Sachen, die ich von ihr weiß. Concerto pour clarinette de Mozart. Ach ja, Mozart hört man natürlich auch in Außer Atem oder Passion. Dort gefiel mir das Requiem zu Manets Olympia und anderen Meisterwerken. Godard ist der Einzige, dem solch wilde Kombinationen gelingen. Musik.
Ein weiterer Beweis ist diese denkwürdige Szene aus Weekend. Mozart auf dem Lande. Il y a deux genres de musique, voyez-vous. Celle qu'on écoute et celle qu'on n'écoute pas. Bien évidemment, Mozart fait partie de celle qu'on écoute, surtout quand on pense aux droits d'auteur gigantesques qu'il aurait maintenant le faux. Bach komplettiert das Trio mit dieser Einleitung aus Ave Maria. Ganz neue Töne zum Basketball. Das könnte mir auch im Fernsehen gefallen. Oder diese Partita für Cello, ebenfalls aus Ave Maria. Völlig unerwartet hört man Vivaldi in Die Chinesin. Godard hat so einiges an Platten auf Lager. Das gefällt mir. Und es erinnert mich an eines meiner großen Aha-Erlebnisse im Kino. Ravels Konzert für die linke Hand als grollender Donner zu den Kondensstreifen am Himmel am Anfang von Passion. In Nouvelle Vague entdeckte ich Hindemith, der mich bis heute nicht loslässt. Apropos, Bartok in Geschichten des Kinos zum Rhythmus der Schreibmaschine ist auch nicht schlecht. Vor allem zu Ava Gardners Gesicht aus George Cukors Knotenpunkt Bovani. Auch die Verbindung aus Sacre du Printemps und dem Flieger Howard Hughes verzauberte mich. Geschichten des Kinos war eine Fundgrube, in der ich Bernard Herrmann aus Psycho am Ende von Duell in der Sonne wiederfand. Le cinéma projetait, et les hommes ont vu que le monde était là. Un monde encore presque sans histoire, et un monde qui raconte. Godards Stimme passt perfekt zur Musik von Michel Legrand in Die Außenseiterbande, als er plötzlich ohne Vorwarnung Rimbaud rezitiert. C'est sous des ciels de cristal qu'Arthur, Odile et France traversèrent des ponts suspendus sur des fleuves impassibles. Rien ne bougeait encore au front des palais. L'eau était morte. Un goût de cendre volait dans l'air. Ta voix, tes yeux, tes mains, tes lèvres. Bewegend ist auch Anna Karinas Stimme, untermalt von Misrakis Musik. La lumière qui s'en va, la lumière qui revient. Anna Karina mag ich bis heute, vor allem wenn sie in der Metro Aragons Gedicht J'entends, j'entends deklamiert. J'entends leur voix, j'entends leur pas, j'entends leur voix, qui disent des choses banales, comme on en lit sur le journal. Oder a cappella das Stück aus Eine Frau ist eine Frau singt. Mais aucun en orage, parce que je suis très belle. Auch in 11 Uhr nachts begeistert sie mich. Ligne de hanche, comme dit Belmondo. Oh, ce que j'en pense, quelle importance. Drôle, ce que t'es drôle à regarder, t'es là. Chansons waren genau Godards Ding. Hier Aznavours Du lässt dich gehen. Wieder mit Königin Anna und Prinzgemahl Jean-Paul. Frauen, die nicht weinen, sollte es meines Erachtens nicht geben. Hier hören wir Jean Ferrat mit Mamoum in Die Geschichte der Nana S. Ein Stück, das mich immer rührt. Genau wie Leo Ferrés eindringliche Stimme in seinem melancholischen Stück Richard aus Numéro 2. Les gens, il conviendrait de ne les connaître que disponibles à certaines heures pâles de la nuit. Oder Jeanne Moreau, die in Geschichten des Kinos an den geliebten und verhassten Truffaut erinnert. Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on?
Pourtant c'est fou ce que je mets l'appeler par son nom. J'ai la mémoire. Zu Truffaut gehört natürlich Jean-Pierre Léo. Ich mag seinen Auftritt in Weekend mit einem Guy Béard-Stück, das dieses Paar eher nervt. Allô, allô, tu m'entends? Bon, est-ce que tu m'attends? Pas de chouette. Allô, tu parles trop bas, seras-tu là-bas si je te rappelle? Il faut que je te quitte, d'autres gens s'impatientent dehors. Je t'ai parlé trop vite, je ne t'ai presque rien dit encore. Ich frage mich, ob Truffaut Claude Chans Song Mao Mao in die Chinesin gefallen hat. Ich mochte ihn jedenfalls. Johnson rigole, moi je vole Mao Mao. Le napalm coule, moi je roule Mao Mao. Allerdings mochten Godard und Léo auch diesen Yeye-Song von Chantal Goya in Maskulin-Feminin. Irgendwie nachvollziehbar. Godard, der immer zu Späßen aufgelegt war, France, 1972. Spielte in Alles in Butter sogar die französische Ausgabe von Cindy und Bert, Stone et Chardin. France, 1972. Das liebste Gesangsduo für Godard war allerdings Lerita Mitsuko. Hier in Schütze deine Rechte. Doch von den Studioszenen blieben mir eher die Stones mit Sympathy for the Devil in dieser Rohfassung von 1 plus 1 im Gedächtnis. Eine Schwäche habe ich aber für einen anderen Stones-Song, As Tears Go By, in dieser hauchzarten Fassung von Marianne Faithfull in Made in USA. It is the evening of the day. Ja, Godard mag auch Pop. Der Beweis? Bob Dylan in Glanz und Elend eines kleinen Kinounternehmens. So far for beauty. Leonard Cohen in Geschichten des Kinos. So much behind. Und vor allem dieser Moment unergründlicher Melancholie. Tom Waits vor einem verschneiten Bildschirm in Vorname Carmen. Das erinnert mich an die grandiose Janis Joplin mit Mercedes-Benz und Color TV zu diesem Testbild, das nostalgische Gefühle weckt. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Vollziehen wir einen Szenenwechsel zu Richard Cochante und seiner Lingua Italiana, zu Ehren des italienischen Neorealismus in Lingua Geschichten des Kinos. Lingua di spada e pianto di dolore. Sehr gewagt, aber daran erkennt man eben wahre Genies. Doch bald bekam ich etwas Lust auf Abwechslung. Warum nicht John Coltrane mit Africa Brass, immer noch in Geschichten des Kinos? Oder sogar die Internationale ist in die Chinesin. Und ein zweites Mal in Weekend, diesmal arrangiert von Antoine Duhamel. Als Kontrast gibt es ein Stück von Lalo Schifrin, arrangiert von Hugo Montenegro für eine bekannte Strumpfhosenmarke. Nach so viel Musik ist es langsam Zeit, zum Ende zu kommen. Doch einmal zieht es mich noch zurück zu Anna Karina und diesem unwiderstehlichen Tanz in Die Geschichte der Nana S. Ein Café, eine Jukebox und Twist. Wir sehen Anna Karina mit Louise Brooks Perücke und da ist sie wieder.
Was? Die Ewigkeit.